Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der PES 20 Trainerkarriere hier mit dem FC Bayern München, ja. Ihr könnt gerne mal rechts oben am i vorbeischauen bei der Stürmerkarriere mit Cristiano Ronaldo bei Juventus. Gerne da mal vorbeischauen. Hier geht es jetzt wieder los mit der Trainerkarriere. Richtig geil. Ich bin aus dem Wochenende zurück und hatte da noch ein bisschen was zu tun. Jetzt aber werde ich richtig schön durchstarten können mit der PES 20 Trainerkarriere. Außer dass halt eben noch FIFA nebenbei jetzt dann demnächst kommt, wird auf jeden Fall interessant. Öffnungsspiel Kapitel 1. Übrigens, ab der heutigen Folge werde ich wieder mehr aus dem Spiel zeigen als in der letzten Folge. Denn in dieser Folge gibt es jetzt wie in jeder normalen nur zwei Spiele pro Folge eben. Das war letzte Folge eine Ausnahme, weil ich das Turnier direkt abhaken wollte und das haben wir auch geschafft. So, wie geht es Ihnen vor Ihrem ersten Spiel? Ja, wir werden die Fans auf jeden Fall stolz machen. Auch wenn das nicht ganz so die Antwort auf die Frage ist. Aber egal, wir werden sie stolz machen. Ja, das war's dann offensichtlich schon. Das war die einzige Frage und die einzige Antwort. Und dann starten wir rein in unser erstes Bundesligaspiel PES 20 Trainerkarriere. Und das gleich gegen Leverkusen. Ja, direkt gegen so einen Brocken. Ich bin mal gespannt. Am Schwierigkeitsgrad habe ich nichts verändert. Ich habe allgemein nichts verändert. Ich bin mal gespannt, wie es läuft. Und je nachdem können wir dann noch Anpassungen vornehmen. Oh, jetzt sind wir erstmal hier in der Kabine. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Leverkusen ein starker Gegner. Wir brauchen uns aber trotzdem nicht zu verstecken. Die Fans werden alles geben, also müssen wir das auch tun. Wir treten vor heimischer Kulisse natürlich auf in dieser Saison. Und was auch immer passiert, wir wollen ein Spektakel den Fans abliefern und ja, müssen dementsprechend auch gut spielen. Das ist auf jeden Fall lustig, diese Sequenzen. Ich finde das richtig, richtig cool. So Leute, Anpfiff in München, das Eröffnungsspiel. Bayern gegen Leverkusen heißt es, diese Saison. Hier zumindest in PES 2020. Der Spielplan ist ja nicht real gehalten. Ein bisschen schade, aber ja, macht jetzt nichts. Die Lizenzen, die haben wir ja drin. Falls ihr wissen wollt, wie ihr die reinmoddet, einfach mal rechts oben am i vorbeischauen. Und jetzt machen wir ein paar Tore gegen die Werkself. Und mit ein paar Tore meine ich, wir machen ein paar. Vierte bzw. fünfte Spielminute. Robert Lewandowski mit dem 1:0. Schon ist es geschehen. Und wir haben das erste Tor der gesamten Bundesliga-Saison erzielt. Und das haben wir erzielt, das haben die Bayern erzielt. Und das hat Lewandowski erzielt. Nice, nicht schlecht gemacht. So kann es auf jeden Fall anfangen. Und Gnabry auf das zweite. 9. Spielminute, 2:0. Was machen die Bayern mit Leverkusen? Umgerührt wird. Naja, ich werde den Schwierigkeitsgrad wahrscheinlich hochstellen müssen. Das liegt wahrscheinlich daran. Also ich habe ihn für die erste Folge ja nicht so hochgestellt. War ja auch in Ordnung. Ne? Also wir haben das Vorbereitungsturnier zwar gewonnen, aber mit ganz vielen Toren auch von den Gegnern. Ja, also das war auf jeden Fall eine krasse erste Folge. Können wir auch da mal vorbeischauen, rechts um ein i. Aber jetzt legen wir los. 2:0 nach 9 Minuten. Ja, kann man machen. Und da ist es passiert. 3:0. Lewandowski. Und das ist echt gar kein Problem. Also ich werde den Schwierigkeitsgrad jetzt mal eine Stufe höher stellen nach dem Spiel. Ich kann ihn natürlich nicht während des Spiels umstellen, geht nicht. Nach dem Spiel werde ich immer eine Stufe höher stellen und je nachdem, wie es dann im nächsten Spiel verläuft, werde ich ihn vielleicht sogar noch eine höher stellen. Mal gucken. Also das ist auf jeden Fall viel zu einfach. Vielleicht ist auch Leverkusen einfach scheiße, keine Ahnung, aber davon gehe ich eigentlich nicht aus. Jo, 3:0 zur Halbzeit, kann man machen. Dementsprechend sieht natürlich auch die Statistik aus. Ups. Wenn ich mich nicht totlache. Was ist das?
3:1. Ja, das war mir fast schon klar. Also ich wollte es nicht aussprechen vorhin, dann jinx ich es natürlich. Aber ich dachte schon, ne, also irgendwann machen sie eins, ne? Irgendwann machen sie eins und jetzt ist es der Fall. 3:1, dadurch wird es nochmal knapp sogar. Kann man auch mal machen. Dann würde ich sagen, spielen wir jetzt die letzten paar Minuten, die letzten 20 Minuten nochmal ernst. Und dann ist die Sache auf jeden Fall gegessen, würde ich sagen. So, Thomas Müller kann den Sack zumachen. Und das macht er auch. 4:1. Die absolute Entscheidung, damit gefällt. Also, ob ihr es mir glaubt oder nicht, ich habe die letzten 15 bis 20 Minuten es nicht geschafft, noch ein Tor nachzulegen. Leverkusen hat auch jetzt mal mitgespielt. Ja, aber jetzt haben wir es geschafft. 4:1 kann man auf jeden Fall mal machen. Aber es geht sicherlich noch was. Müller schon mal mit einer guten Möglichkeit. Der hätte fast gepasst. Und da ist es. Thomas Müller, 5:1, yes. So, damit haben wir das erste Spiel super abgeschlossen, auch wenn das natürlich nicht so nach Plan verlief. Aber wie gesagt, ja, immerhin das erste Spiel gewonnen, die Mannschaft ist damit schon mal gut drauf, hoffentlich. Und dann, wenn ich jetzt den Schwierigkeitsgrad hochstelle, dann werde ich wahrscheinlich gleich gegen den nächsten Gegner, egal wer es ist, verlieren. Und dann passt die Sache. Ja, keine Ahnung. Warum pfeift er noch nicht ab? Ich weiß es nicht. Will er uns noch eine Chance gönnen? Offensichtlich. Aber wir machen nichts draus. Einfach den Pass nach vorne gespielt. Pfeift immer noch nicht ab. Thomas Müller, der spielt nochmal nach außen auf Tolisso. Der kann nochmal reinflanken auf Robert Lewandowski. Jetzt ist Abpfiff. Warum hat er so spät abgepfiffen? Ballbesitzer, ja, dieses Mal hatte ich ziemlich viel Ballbesitz, keine Ahnung wie viel, wahrscheinlich so rund um die 70, könnte hinkommen, ja, 70, 30, 219 Pässe, ja, aber ist okay, das erste Spiel haben wir auf jeden Fall gewonnen, 3 Punkte eingefahren, 5:1, ein saustarkes Ergebnis, würde ich mal sagen, und dann stellen wir jetzt den Schwierigkeitsgrad höher und schauen dann mal, gegen wen wir spielen und wie wir dann da spielen, weil das wird wahrscheinlich nicht mehr so einfach. So Leute, gegen Frankfurt in der Commerzbank Arena, mit dem FC Bayern München. Die haben echt coole Trikots, muss ich sagen. Die gefallen mir diese Saison extrem gut. Ich bin echt gespannt, was das jetzt wird. Ein Schwierigkeitsgrad höher. Mal gucken. Und die erste Chance für Frankfurt. Neuer pariert. Gut. Und Kingsley Coman. Fuck. Ah. Die erste Chance für uns. Bisher nur Frankfurt und ein bisschen Mittelfeld. Die erste Chance für uns und Kingsley Coman eigentlich gut durch. Hebt den Ball quasi übers Tor drüber. In der 17. Spielminute. Oh, da ist Kostic durch. Süle kann ihn nicht stoppen. Und Neuer, der rettet uns mal wieder. Heieiei, das war ein starker Pass da. In die Spitze auf Kostic. Und er kommt dann auch noch gut zum Abschluss. Also ganz gefährlich hier. Und Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. 1:0 für die Bayern in der 31. Spielminute. Yes. Schön abgeschlossen von Lewandowski. Ganz, ganz cool gemacht. Ich dachte schon, das wird richtig eng. Aber er war perfekt. Also wenn ich das nochmal in der Wiederholung sehe, bin ich gespannt, aber ich denke, er war ziemlich perfekt in den Winkel. Ja, es war schon echt, echt gut gemacht. Und dann gehen wir hier auswärts, 1:0 in Führung. Nach einer schweren Anfangsphase, aber wie gesagt, natürlich ist der Schwierigkeitsgrad so deutlich besser, weil ich muss mich richtig anstrengen, um überhaupt irgendwas zu schaffen. Und ja, jetzt haben wir sogar das 1:0 geschafft. Richtig gut. Sehr schön. Martinez holt sich den Ball. Jetzt Cuisson oder wie er heißt. Cuisson ist, glaube ich, richtig. Goretzka, Lewandowski. Unten ist Kingsley Coman. Ich hätte die kurze Ecke nehmen sollen. Der Torwart stand schlecht. Aber ich habe genau auf ihn gezielt, so gefühlt. Richtig geil. So, eine Minute gibt es Nachspielzeit. Naja, da werden wir jetzt nichts mehr machen. Das lassen wir ausklingen. 1:0 zur Halbzeit.
Lewandowski, Lewandowski an den Pfosten. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich so schlecht gemacht habe oder was da jetzt schiefgelaufen ist. Auf jeden Fall sah es ziemlich crazy aus. Ich war halt relativ weit schon, der Winkel war mega spitz und ich habe gedacht, komm, jetzt bremse aus, richtig die Bremse rein und stoppst den Ball. Und ich glaube, dadurch ist der Schuss halt so extrem lasch und scheiße gekommen. Ja, keine Ahnung. Also wir sollten auf jeden Fall, da bin ich immer der Meinung, ein zweites Tor nachlegen. Ich spiele nie irgendwie darauf oder spekuliere darauf, das Tor zu halten. Ja, das war nicht so mega. Jetzt vielleicht die Flanke. Ne, die ist auch nicht mega. Die ist gar nicht mega. Das Problem ist nämlich immer, dass vor allem auch in PES immer am Ende die Gegner nochmal kommen. Und da wird Frankfurt auch nochmal kommen, da bin ich mir sicher. Und dementsprechend kann es schon passieren, dass wir am Ende nochmal den Ausgleichstreffer kassieren. Deswegen, wenn wir jetzt eins machen, dann kassieren wir halt das 1:2 und haben trotzdem gewonnen. Das wäre schon nicht schlecht. Jetzt sind wir gerade noch in so einer Phase, wo es denn halbwegs möglich wäre, wenn wir es denn gut spielen würden. Thomas Müller, komm! Oh! Na, jetzt habe ich es noch verkackt, Mann, das gibt's nicht. Jetzt kommen die letzten Schreckens-10 Minuten, wo Frankfurt wahrscheinlich das Tor macht. Und das wollte ich vermeiden, aber ich habe es nicht geschafft, das fucking 2-0 zu machen. Das ist natürlich nicht so cool. In der Mitte ist jemand, das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir immer noch gar nicht. Oh, Neuer. Shit, ist das spannend. Oh mein Gott, ey, ich habe gar keine Lust, jetzt den Ausgleich zu kassieren. Mann, Bayern, bitte nicht. Tut mir das nicht an. Und er ist frei. Oh Gott, komm weg mit dem Ball, weg mit dem Ball, weg mit dem Ball. Oh Gott, nee, oder? Oh. Ja. Es ist immer wieder das Gleiche. Es ist immer und immer wieder das Gleiche. Wir haben es halt nicht geschafft, ne? Das ist das Problem. Ich habe hier fast noch einen Elfmeter vermutet. Bin dann selber umgekippt. Ja, dann kam der Querpass in die Mitte und dann ist es das 1:1. Wie gesagt, ich habe es schon ein paar Mal angesprochen jetzt und ja, hab's auch echt absolut vermutet. Und so ist es jetzt auch gekommen. Und da werde ich auch nichts mehr gegen machen können, wenn ich jetzt nicht sogar hier noch das 2:1 kassiere. Das haben wir jetzt zum Glück durch Süle verhindert. Aber viel mehr wird da jetzt nicht mehr passieren. Auch nach vorne hin gar nichts wahrscheinlich. Nee. 1:1. Das ist echt bitter. Das ist echt bitter. Das Spiel war spannend. Der Schwierigkeitsgrad ist deutlich besser. Aber wir waren trotzdem auch besser. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich wusste, dass die letzten 10 Minuten von Frankfurt besser sein werden. Aber im Allgemeinen, ja gut, okay, war jetzt nicht so viel besser. Sie haben tatsächlich in der Schlussphase noch ordentlich aufgedreht. Aber ja, hätten wir trotzdem machen können. Hätten wir machen können. Haben wir nicht, ist egal, passiert. Ne? Nächste Folge Champions League und dann gucken wir mal, gegen wen wir noch spielen. Die anderen Ergebnisse kann ich auch mal vorlesen, das habe ich vorhin, glaube ich, vergessen. Leverkusen, Düsseldorf 1:0, Werder Bremen gegen Gladbach 1:4. Mainz verliert zu Hause gegen Schalke 0:4. Wolfsburg gewinnt gegen Paderborn 1:0. Leipzig gegen Augsburg 0:3. Hoffenheim gegen Köln 3:1. Union Berlin verliert das Spiel gegen Berlin, gegen Hertha Berlin mit 0:2. Und Dortmund gewinnt gegen Freiburg mit 3:1. Somit sind wir in der Tabelle jetzt auf Platz 3 gerutscht. Geht aber auch immer noch in Ordnung. Und ja, dann gucken wir einfach mal, wie das in Zukunft weitergeht. Hoffentlich machen wir da ein paar mehr Dinge rein. Aber ja, Schließung des Transferfensters, das hatte ich sowieso deaktiviert. Wir hatten da nicht vor, was Neues zu kaufen. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, bis dahin. Lasst mir ein Tutorial, wenn es euch gefallen hat. Und ciao, ciao.